Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Catch and React. Wir haben eine Zuschauereinsendung bekommen, beziehungsweise eine Nachricht. Ich habe die hier auf dem Handy. Ja, die kannst du ja mal vorlesen. Herzlich willkommen erstmal auch von meiner Seite. Ne? Ich habe Nachricht folgendermaßen erhalten. Also die Nachricht startet, moin Jungs, coole Videos, Catch and React Kanal. Guckt euch mal die Typen an, was die für einen Scheiß über euer Produkt erzählen. Wäre vielleicht mal eine Reaction wert. So, und dann Link darunter. Fühlen wir uns natürlich erstmal ein bisschen getriggert. Da denke ich mir, was erzählen die für einen Scheiß? Wer erzählt hier Scheiß? Hat uns den Link geschickt. Habe ich natürlich direkt drauf geklickt und habe schon gesehen, das Video ist schon etwas älter, habe ich gesehen erstens. Und zweitens, dass ich das sogar schon mal angeklickt habe irgendwann, aber mich weiter angeguckt habe. Und Habe lustigerweise zu dem auch noch eine Nachricht bekommen, lese ich am Ende nochmal vor. Aber wir gehen erstmal rein, ganz unvoreingenommen. Der Kanal heißt Köderwechsel angesagt. Nicht Spotwechsel, Köderwechsel. Nein, Köderwechsel, Spotwechsel sagen wir immer, aber Köderwechsel angesagt. Ja. Und das Video heißt Morphish Box vs. Better Fishing Box. Der Köder fängt immer. Gucken wir mal rein. Morphish Box kenne ich gar nicht übrigens. Kennst du die? Ich weiß nicht, wer die macht. Ich habe schon mal gehört. Ja, der Unboxing-YouTuber Fischverliebt, der macht ab und zu mal ein Unboxing, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Aber geil ist, dass in meiner Nachricht steht, oder? In meiner Nachricht steht... Guckt euch mal die Typen an, was? Guckt euch mal die Typen an, was die für ein Scheiß. Okay, das ist erstmal unfair. Ein Typ und eine Frau. Ja. Auch ungegendert gucken wir es uns jetzt trotzdem an. Auch wenn in der Nachricht nicht gegendert wurde. Ja, servus meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neue Glück. Wir sind schon auf dem Gewässer. Kommt aus dem, auf jeden Fall aus dem Raum Berlin-Brandenburg. So wie definitiv, ich sage, ne? Definitiv, ja. Jeder seine Box und da hinten... Frauchen hat eine neue Box. Oh, das ist die Better Fishing Box, ich sehe sie schon. Und schade, dass man das wirklich das Live-Gesicht nicht normal zeigen kann. Aber ihr guckt erstmal das Intro und dann reden wir über die Box. Ist normalerweise, kenne ich das so. Es ist hier wie bei der Zalando-Werbung. Schrei vor Glück. Ja. Du hast die Box Zalando-Box an zu schreien. YouTube presents. YouTube Exclusive. Oh. Das ab. Schöner Fisch, hä? Also es scheint auf jeden Fall ein gemischter Kanal zu sein. Ja, Raubfischangeln, ja, und Friedfischangeln. Wow! Schön! Das ist so geil! 69 cm! Wow. Mal gucken, was wir das nächste Mal machen. Ach, vielleicht so ein Familienchannel. Kiddies noch im Hintergrund waren. So. Und zwar, jeder, der die Videos immer so fortlaufend sieht und uns kennt und uns abonniert hat, der weiß, was Phase ist, warum Frauchen hier eine neue Box hat. Jeder. Wo hat der da seine Kamera drauf auf dem Schlauchboot? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Er kann die sehr genau positionieren. Ja, ich denke mal, der wird sehr ein Stativ genau einstellen. Haben, Stativ haben mit diesem Pinuppe, kennst du das? Wo du so hin und her sliden kannst dann? Ja, aber wo macht man die in dem scheiß Schlauchboot fest? Im Schlauchboot, wenn ich im Schlauchboot bin, dann habe ich jedes Mal das Problem, dass ich nirgendwo. Wenn du nicht so ein Klebepad hast oder so zum Festmachen oder nee, vielleicht steht auf dem Spiegel auf einem Dreibein, denke ich. Im Schlauchboot? Das wäre das nicht. Schon, ja, aber das ist schon sehr kipplig, so ein Schlauchboot. Wobei, das sieht sogar fast aus wie ein Tasker, wa? Vorne, dass es so. Das geht von der Kipplichkeit. Der neue zugeschalten hat, hier. Ich habe hier immer meine Morphish-Box. Noch nie enttäuscht gewesen. Totales Highlight, muss man sagen. Und Frauchen hatte ja die MyFishing-Box, genau, die MyFishing-Box quasi abonniert und Finny fand die immer so toll und er wollte ja auch unbedingt eine eigene Box haben. Also, ihr hört jetzt die MyFishing-Box Finny und hat dann immer Finny. Schöne neue Köder, die er sich angucken kann. Wahrscheinlich der Sohn. Und Frauchen hat hier was anderes bestellt. Mhm. Also, ich hab... Also, da ist schon mal ein bisschen leichter Unterton. Der Unterton ist und Frauchen nicht, hat nicht, nicht beeindruckt. Mal gucken. Lange rumgesucht. Ich weiß jetzt natürlich leider auch nicht, welche Box das ist. Aus welchem Monat? Aber es ist auf jeden Fall noch irgendwas aus dem Sommer. Oder von wann ist denn das Video überhaupt? Ich habe das ist ja wie gesagt... Naja, wir sind ja erst ein Jahr auf dem Markt. Also so lange kann es dann nicht sein. Es ist vom... 1. Juni. Das ist die Mai-Box dieses Jahres. Ja. Mai-Box. Wahrscheinlich. Bei MyFishing-Box, da gibt es ja noch die UL-Box und die Pro-Box. Und da habe ich gedacht, okay, nee, das brauchen wir halt nicht. Wir haben da die Raubfisch-Box, das reicht. Und dann hatte ich mir noch die Karpfenbox einmal angeguckt, weil wir ja nur unseren wir wollen ja nur unseren Wanzi fangen und da haben wir gedacht, okay, vielleicht ist es gar nicht so.
wen? Ein Wansti. Wahrscheinlich ein dicker Karpfensein, der da rumschwimmt. Blöd, wenn da so ein paar Sachen mal mit bei sind. Und habe mir das angeguckt, bei MyFishingBox ist ja mit Abo auf jeden Fall. Also ich kann nicht einfach nur eine Box bestellen, sondern ich muss ein Abo abschließen und ich glaube... Das ist bei uns nicht so. Gar nicht. Nee. 6 Monate. Ich glaube sechs. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster gehen. Habe ich gesagt, Mist, 6 Monate die Box, wenn es nachher totaler Mist ist und mir gefällt das nicht, habe ich gesagt, okay, lassen wir erstmal. Ja, und ja, schön, dass ich unterbreche. Und wir haben natürlich, wir gucken ja selber YouTube. Ja. Wir haben einen YouTuber geguckt, der diese Box ausgepackt hat, so ein Unboxing gemacht hat. Und muss sagen, da war nur Futter drin. Und dann, weiß ich nicht, ich glaube, eh so ein Link. Jetzt erzähl mal über unsere Box. Okay, also. Wir haben ja ganz viel schon von unseren Abonnenten auch Kommentare dazu bekommen. Genau. Ach, probiert mal die Better Fishing Box und bla 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 und macht mal und guckt doch mal, die ist super. Das sind gute Abonnenten, muss man hier direkt mal auf jeden Fall die richtigen Abonnenten. Das sind tolle Fische, tolle Leute. Und die wurde ja nun auch schon geunboxt. Also gezeigt, sagen, auf ich. YouTube ab und zu gezeigt, ja. Auch von den Machern selber und so, ja. Haben wir gedacht, okay, eigentlich bleibt diese Box nur noch übrig. Ja? Ich muss auch sagen, im Vorfeld noch dazu, ich finde das gut, dass man sehr unproblematisch die bestellen, also bestellen kann sowieso online sehr unproblematisch. Man kann sie einmalig bestellen, also man schließt zwar ein Abo ab, aber kann sie jederzeit kündigen, unproblematisch. Man kann die Box aussetzen und das spricht auf jeden Fall für die Box. Ja, und dann habe ich meine erste Box bekommen, jetzt im Mai, und Bobby sagte das ja schon, ich habe die ja schon aufgemacht, ich musste da natürlich reingucken, logischerweise, ja. Und war dann doch, also ich persönlich war schon ziemlich enttäuscht, also total enttäuscht eigentlich, und ich habe gedacht, hat sie vielleicht vergessen, die Box kommt ja immer in einem Umkarton. Hat sie nur den Umkarton aufgemacht? Ja, lass uns doch mal gucken, was da ist. Ist ja, nur eine schwarze Kiste drin. Sie wird ja eine Begründung haben. Lass sie doch mal ausreden. Ja, du, ich muss mich auch mal verteidigen können hier, wenn ich angegriffen werde. Ja, aber du weißt ja noch gar nicht, wegen was du angegriffen hast. Ich mach diese Box. Sagt man nicht. Gefällt mir gar nicht. Also der Inhalt vom Mai gefällt mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mai, war richtig. Das heißt ja nicht, dass es bei jedem anderen auch so sein muss. Das trifft ja vielleicht, manche Leute können den Inhalt mehr benötigen als ich. Ich kann ihn nicht wirklich benötigen, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Keine Ahnung, was in der Maibox war. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Aber dass da der ganze Inhalt nicht zu gebrauchen ist, also dann, weiß ich nicht, dann macht sie vielleicht doch mehr Karpfenangeln. Oder Aalangeln. Also ihren Mopsi oder was hast du gesagt? Den wirst du mit der Box nicht fangen, das stimmt. Braufischkühl. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die Box und mach mal. Dann könnt ihr euch ja eure Gedanken dazu machen. Ich werde sie auf jeden Fall noch nicht gleich abbestellen, weil ich habe gesagt, okay. Das ist gut, weil man sollte immer auch noch eine zweite Chance geben. Oh, und was wir schon in der Pipeline haben für die nächsten Boxen, Leute. Heftig. Das ist auch vielleicht unfair ein bisschen. Ja. Das ist gut. Ich gucke mir auf jeden Fall noch an, was im nächsten Monat drin ist und dann kann man ja immer noch entscheiden. Dadurch, dass es ja so unproblematisch und einfach geht, das zu kündigen oder zu pausieren, lassen wir es erstmal alles so, wie es ist. Aber die Maibox hat mir, das ist schon mal mein Fazit jetzt vorher, also ohne Zwischenfazit, hat mir nicht gefallen. Ja. Also besonders wenn man jetzt im Gegensatz zu meiner Moorfishing-Box. Ja, das stimmt. Also weil viele haben ja da auch, oder manche haben mir auch geschrieben, ja, die brauchen sowas nicht oder weiß ich. Oder, aber mehr merkt man jetzt, dass dort doch viele so eine Boxen toll finden. Erstens die Überraschung und zweitens, weil man halt mit den Ködern sonst wahrscheinlich nicht gekauft hat. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn die Box hier immer clean aussieht so ungefähr, es sind einfach mega Sachen drin. Ne? Und ich da bin ich aber gespannt, was da drin ist. An und hol mal die Sachen raus, die da drin sind. Wisst ihr nicht, wer anfängt? Ich zeige euch erstmal den allerschlimmsten Köder. Okay, ja, wir fangen erstmal mit den allerschlimmsten an. Was? Ich habe es eigentlich ganz so schnell, allerschlimmsten Köder überhaupt. Der den geschockt hat. Genau, wo Frauchen wirklich ein Gesicht gezogen hat, wie... 7 Tage Regenwetter. Bis wir wieder kommen. Oder 3 Wochen. Also das ist eine schöne große Verpackung hier. Oh, was denn? Frosch. Und Save the Frosch. Als ich die Box aufgemacht habe, dann habe ich schon, am Strahl gekotzt, würde ich nicht sagen. Also Dickerchen, man kann es aber übertreiben. Um Gottes Willen, was soll ich damit? So, das ist hier der, wie heißt der? Freddy the Frog? Freddy the Frog ist das. Das ist ein Riesenköder und das ist ein Oberflächenköder.
Riesenköder. Ja. Der ist ganz gut. Ist der 15 cm, 16 cm? Das ist ein Oberflächenköder. Ich meine, es ist im Mai ein Oberflächenköder. Vielleicht gar nicht so die schlechteste Jahreszeit, um sowas mal auszuprobieren. Vielleicht sogar die beste Jahreszeit. Ich wollte gerade sagen, April, Mai, Juni mit Abstand die besten Monate, um Topwater-Hechte zu fangen. Also wir denken uns ja mal was dabei. Wäre der jetzt im Dezember drin oder in irgendeiner Halloween-Tüte oder weiß der Teufel? Klar. Wo, ja, wo halt nicht mehr mit Topwater geangelt wird. Richtig. Wobei wir auch nicht, also man muss nicht sagen, ausschließlich, genau, ja. Es gibt schon auch mal Sachen, die, die man später noch, du schmeißt die Sachen ja nicht weg. Wenn du sie bekommst, dann angelst du ja nicht einen Monat damit und wenn die nächste Box bekommst, schmeißt die Sachen weg. Also werden ja auch teilweise am Anfang, im Februar, März, gab es teilweise in manchen Bundesländern noch eine Hechtschonzeit, da waren Hechtköder drin. Sag ich, ja, was soll ich jetzt in dem Monat? Ist ja nicht so, dass der Köder jetzt nach einem Monat schlecht ist und du den nicht mehr benutzen kannst. Die Hechtschonzeit so endet überall irgendwann. Die Hechtschonzeit ist, das ist überhaupt mit den Schonzeiten, ne? Wenn wir im Winter, wo ja Hechtsaison ist auch, Herbst, Winter halt, da Hechtköder reinpacken. Beim einen hat die Schonzeit schon angefangen. Bei dem anderen hat dann, ist sie schon vorbei? Oder? Genau, da ist sie dann schon vorbei und das ist ja so unterschiedlich, das ist ja sogar von Gewässer zu Gewässer teilweise unterschiedlich, wo sie verlängert oder verkürzt werden dürfen sie, glaube ich, nicht einfach, aber verlängert. Es gibt Gewässer, da darfst du halt einfach mal bis Juni nicht einen Kurzköder dafür. Nee, gar nichts. In Berlin zum Beispiel, ja. Ja, aber du darfst auch hier an dem See, du darfst der ganze See gesperrt bis Juni. Ja, nein, nein. Natürlich, wenn das dein Hausgewässer ist, dann kannst du in den Monaten Januar bis Juni nichts mit irgendeinem Köder anfangen. So, also wir gucken weiter. Ja, ich kann ja mal. Ja, kannst ja mal dich da ranhalten. Wir holen ihn mal gleich raus hier. Der hat so eine richtige Steht Zappelbeine da die Größe? Wie so ein altes Skelett. Zappelbeine wie ein altes Skelett, ja, das ist dafür da, dass der Köder sich auch vernünftig bewegt. Wäre der aus einem Stück, dann würde das Ding an der Oberfläche nur so machen und würde nicht attraktiv aussehen. Also da hat sich der Designer des Köders schon was bei gedacht, aber gut. Vielleicht, ziehen Sie den ja gleich mal durchs Wasser und gucken sich nochmal an, wie der läuft. Ah, und das ist ein Oberflächenköder. Ja, ich kann ja mal. Ja, kannst ja mal dich da ranhalten. Wir holen ihn mal gleich raus hier. Der hat so eine richtige. Was steht da mit iCast? Ja, hat einen Preis gewonnen. Preisgekrönter Köder in der Box. Der kotzt natürlich auch im Strahl. Nett. Hängen da hinten dran. Und. Ja. Ich guck mal kurz parallel was. Also, man muss ja sagen. Wir haben ja neulich schon den Film, den wir gemacht haben, da habe ich auf dem Oberflächenköder sogar gefangen. Aber das ist natürlich so ein Oberflächenköder, den man kennt. Man kennt auch Frösche, so mit weichen Beinen und weichen Körper, wo der Fisch Ruff beißt und den so zusammendrückt. Aber jetzt guckt euch das Teil an. Also ich weiß nicht, das ist ein total harter Körper. Dann guckt euch... Das ist ein Hardbait. Natürlich ist es ein harter Körper. Hinten diesen Haken, der aus dem Po rauskommt hier an. Damit da kein Kraut einsammelt und keine Seerosen. Dann diese Beine, das ist... Damit die hinten spielen, zwischen dem Kraut und den Seerosen. Das ist so eine Puppe. Also ich sag mal hier, den könnte man so... Das fiese Fock damit... Vielleicht merkt er es ja gleich, wenn er den mal durchs Wasser zieht. Weil ich denke nicht, dass er den Köder nicht durchs Wasser ziehen wird. Das wäre auf jeden Fall schon ziemlich blöd. Also der kostet übrigens hier sich gerade 18,99 plus 5 Euro Versand. Hier auch 18,99. Nee, kann nicht was sein, aber 19 Euro kostet der Frosch. Die Box mit Code kostet 28,50. So, das heißt, ist nicht der einzige Köder. Da warten wir ab, was da noch reinkommt. Da aber sind noch, ist schon alleine mit dem Köder mehr als die Hälfte der Box quasi wieder drin. So, ne? So, wir gucken mal, wie sie gleich reagieren, wenn sie den durchs Wasser ziehen. Und dann ich hoffe, sie ziehen ihn durchs Wasser. Das wäre ja, er war ja eben noch verpackt. Ja. Also vielleicht läuft der ja super, also kann ja durchaus möglich sein, aber wow, also ich auch persönlich, ich weiß nicht. Hat er nicht gerade noch gesagt, dass er das super findet bei den Boxen, weil es immer eine Überraschung ist und man weiß, was Neues hat. Ist, weil es was ist, lass ich mal ausreden bitte, weil es was ist, was man sich nicht immer kauft. So, da ich weiß, dass dieser Köder sehr erfolgreich ist und ich habe auch schon sehr erfolgreich damit geangelt und es gibt auch, wenn man sich das... den Köder mal bei YouTube eingibt, gibt es hunderte Leute, die mit dem Ding richtig geil Hechte fangen. Ja, verstehe ich jetzt nicht, wieso er sagt, dass ihm das zu exotisch ist. Also ich habe echt die ganze Zeit überlegt, was war in dieser Box bloß drin, was jemand so zum wirklich Strahlkotzen bringen kann. Ich habe wirklich keine Ahnung, Max, was noch in dieser Box war. Ich weiß auch nicht. Eine Sache, die da drin war. Ich auch nicht mehr. Aber ich bin gespannt. Mal gucken, geht ja noch ein bisschen. Ich glaube ja immer, das ist so eine Idee vom Hersteller, ja, die einfach... ja, die haben da gedacht, das ist vielleicht ein super Ding. Das ist total scheiße gewesen. Und jetzt wird es einfach in diese Boxen gesteckt, damit sie den Restbestand davon irgendwann mal loswerden. Ja,
Also keine Sorge, kein Restbestand. War das von Savage Gear die Ente oder? Genau, wie die Ente, das war auch so ein totaler Brüller. Hier die Ente, damit fängt jeder, dann hat jeder. Die ist nicht halb so geil. Wir haben von als letztes, welchen haben wir als letztes abgelehnt? Die Fledermaus. Fledermaus. Und die Schlange. Fledermaus, Schlange, alles Sachen, wo wir gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht in der Box. Das sind nämlich Sachen, die wirklich für uns auch, wo wir schon ein paar Mal gesagt haben, ist an Haaren herbeigezogen. Aber wir haben gesagt, Frosch. Fischimitate in Ordnung, Frosch auch noch voll in Ordnung, aber bei Küken, Schlange und Fledermaus hört der ganze Spaß auf und auch bei Ratten. Ja, so. Und genau deswegen kommen bei uns maximal die Frösche rein als exotischste Form der Topwater-Köder. Viele haben gesagt, ja, ich weiß nicht und so, viele haben es probiert. Mir haben etliche Leute Fotos geschickt, auch viele Leute der eine teilweise gesendet. Sogar ein PB mitgefangen. Ja, machen wir weiter. Mal gekauft, glaube ich, und haben gesagt, weiß ich nicht. Also wir angeln natürlich mit so einem Köder, aber ich sag mal, ihr könnt ja mal selber dazu sagen. Genau. Vielleicht habt ihr ja den Köder. Vielleicht. Ey geil, ich hab damit richtig geile Fische gefangen, oder? Genau. Kann ja sein. Es ist bloß meine oberflächlicher erster. Das beschreibt es ganz gut. Teil. Genau. Legen wir mal beiseite. Ist ja auch ein Oberflächenköder. Köder Nummer 1. Freddy the Frog. Köder weg, Köderwechsel angesagt, jetzt der nächste. So, dann kannst du ja jetzt erstmal was rausholen bei dir, oder? Dann hol ich mal was raus. Machen wir erstmal hier wieder alles hier. Danke für Ihren Einkauf. Ne, die ganzen Sachen machen wir mal beiseite. Oh, ist aber nett. Diesmal haben, ist ja noch drin sogar. Diesmal haben das wir sogar gut. Zwei Cola-Lutscher drin. Ja, hier, bitteschön. Die werden noch beide rüber erreicht. Ich stecke sie gleich hier in meine Tasche. So, was fange ich an? Ich fange mal auch mit so einem Hardbait an. Wie gesagt, die Boxen ja für mich reichlich gefüllt. Von Rapala wieder. Guckt euch an. Hatten wir genau den schon drin? Ne, den hatten wir noch nicht drin, ne? Ne, einen kleinen Zweigeteil. Aber wir hatten genau den Jointed. Jointed Shadwrap war das. Hatten wir auch schon in der Box. Ist auch ein guter Köder. Floating, also der schwimmt. Oh, gleich hier, den Müll hier gleich wieder nach unten, dass der nicht wegfliegt. Ja, das ist der Köder. Guck mal, die Tauchschaufel. Kenne ich auch noch nicht so in der Form. Exotisch. Läuft so hier Läuft Bogen, sehr flach. Ja. Ein schöner, leicht bulliger Körper. Zwei Drillinge. Dann gucken wir mal wieder hier. Ist ja das Schöne auf den Angeberzettel. Angeberzettel? Ja. Lass mal gucken. Angabenzettel, ja, der wahrscheinlich. Ist 9 cm Wobbler. Der hat eine Lauftiefe von 1,80 m bis 2,40 m. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Der ist viel flacher. Kenne ich noch gar nicht so. Ja, mega geil. Mega geil, ja. Das habe ich nicht gedacht. Ja, ideal für Hecht, Barsch und Zander. Also diese Köder, diese Farbe auch für unsere Gewässer, das ist so eine natürliche Farbe. So. Also ich hoffe mal, dass jetzt noch unser Flyer rausgeholt wird, der hochwertigst gestaltet ist. Und da wird immer viel Arbeit investiert, um diesen Flyer schön zu machen, wo alles draufsteht, jeder Köder beschrieben und so weiter. Und, also... Ist nur meine Meinung. Aber der Flyer ist schon mal schöner in der Better Fishing Box. Der ist better. Definitiv. Und nicht nur ein Zettel. Wie die Fische auch meistens hier so ein bisschen aussehen. Ich will jetzt hier auch nicht irgendeine andere Box schlecht machen, um Gottes Willen. Also darum geht es uns in dem Video. Er betont ja jetzt dieses A4-Blatt, was er da hat, dieses bedruckte, betont er ja, dass es immer dabei ist. Ist ja bei uns auch dabei. Also und wie gesagt, 100 mal schöner. Der Köder gefällt mir schon wieder echt gut. Ne? Wie gesagt, also. Ist natürlich, vielleicht fängt er ja auch. Wir werden es ja heute auch ausprobieren, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wer den Köder sich ranmacht. Wenn er fängt, ne? Wenn er fängt, dann ist es halt spektakulär in dem Moment, wo er dann fängt. Weil die Dinger sind halt an der Oberfläche, ne? Also Oberflächenköder. Halt saugeil. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Ja? Ja, das ist der erste Köder. Der Rapala Shadwrap Shallow Wobbler 9 cm. Geile Sache. So, bitteschön. So, was hol ich denn jetzt? Ja, also dann haben wir hier noch so einen kleinen Spinmat drin. Ja. Grundsätzlich bin ich ja ein Freund von diesen Ködern. Ja. 4 Gramm, aber? Also das kleinste Teil für Forellenangeln und Barsch. Ja. Beste Farbe, muss ich auch an der Stelle mal sagen. Der Fire Tiger. Hatten wir den nur in Fire Tiger drin? Mhm. Beste Farbe. Original Spinmat. Ist ein guter Köder. Guter Köder? Das ist ein sehr guter Köder. Kann man schon auch nochmal sagen. Bisschen klein, aber. Das könnte gerne ein bisschen größer sein, also jetzt 8 Gramm oder 10 hätten es auch getan oder 14, aber ja. Aber nicht schlecht. Der Köder ist eigentlich okay. Ja immer gut. So, dann mache ich mal weiter. Und zwar fange ich gleich mit 2 Köder an, weil die fast gleich sind. Guckt euch an. 2 richtig geile Blinker.
Ein Lachsblinker. Ja, die sehen auch richtig von der, der ist so von ultra der Färbung auch nicht schlecht aus. Hier ist sogar so ein kleines Schuppenmuster drauf. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Mhm. Ja, das Licht haben ja die Fische jetzt auch. Ja, so ein bisschen orange, rötlich. Er sieht gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir den hier. Ja, der eine muss ich mal gucken hier. Der eine ist 16 Gramm und 6 cm und der andere ist 28 Gramm und 95 cm. 9,5 cm. Richtig geil, so eine Löffelblinker. Wie gesagt, das wird ja immer ein bisschen oder sind in Vergessenheit geraten. Aber ich gucke mal hier wieder auf meinen Zettel. Und zwar sind die von Falkfisch. Falkfisch. Lockblinker. Hm. Lockblinker. Lockblinker. Ich weiß nicht, ob das Lock für Locken oder Locke Blinker. Lokomotive vielleicht. Kannst du dir eine Haare drehen oder eine Locken machen. Das ist eine schwedische Traditionsmarke. Ja. Und ein Begriff für alle Meerforellenangler. Ach so, okay. Alle, die auf Meerforellen gehen, die kennen diese Köder schön, schon. Also manchen großen Hecht und Barsch zum Biss verleitet. In Schweden handgefertigt. Hm? Rostfreie Sprengringe. Nicht schlecht. Ja? Das sind die nächsten zwei Köder. Geile Sache. Ja, zwei Blinker. Gute Firma, Falkfisch, gute Qualität. So, dann haben wir hier das nächste. So einen kleinen Mini-Wobbler. Zeig doch mal unseren Flyer. Ah. Oh ja. Man sieht. Handmade. In Europa. Europa. Ja. Also, eben war das Handgemachte, war noch, wurde noch groß. Und das steht auch auf unserem Flyer drauf, dass der Handmade ist. Das Gesicht, ich meine, wie gesagt, wenn man, ja, wenn man die B-Boxen vergleicht, ist das echt ein bisschen schwierig. Guck mal hier. Ich habe ja sowieso keine Ahnung noch nicht so wirklich auch von den Herstellern. Es gibt ja Unmengen an Herstellern. Ja. Goldie, voll die geile Hand. Also es ist das, was Rapala quasi früher gemacht hat, ne? Also noch handgemachte so Produktion. Genau, handgemacht. Wobei, wie gesagt, absolut nichts gegen Rapala. Rapala macht super Sachen. Da wird jeder Köder einzeln getestet, bevor er verpackt wird, ob er auch läuft. Also Rapala ist eine super Marke, deswegen landet die auch häufig bei uns in der Box. Und aber Goldie, total. Das war, weißt du noch, dass es ein übelster Krampf war, die Sachen ranzubekommen? War sehr kompliziert, weil die halt nicht auf so eine großen Kapazität. Genau, und die Menge zu kriegen nicht so eingestellt einfach sind, ja. Und wir mussten so lange vorher bestellen, um den Köder, der jetzt neulich in der Box war, auch ein Goldie, aber Twitch-Bait, ein langer. Über ein halbes Jahr haben wir mussten gesagt. Wir den, ja, so lange mussten wir den vorbestellen. Von der Größe wird das wahrscheinlich auch eher was für Barsch ja, sein. Wir angeln nicht gezielt auf Barsch, also. Was soll man denn in die Box aber reinmachen? Weißt du, du hast was für Barsch drin, du hast was für Forelle drin, du hast was für Hecht drin. Ja, nur Zander oder was? Wenn man halt nicht alles Mögliche haben möchte, wir sagen ja auch, dass da Köder für alle heimischen Raubfische drin sind. Wenn man dann halt nur auf Hecht angelt, dann sollte man sich eventuell irgendwie einen Hersteller suchen, der Hechtboxen anbietet. Oder gar keine Box kaufen, richtig, sondern die Köder einzeln die Sachen kaufen. Ja. Ich sag mal jedenfalls nicht einen ganzen Tag oder so. Nee, also wenn, dann fangen wir zwar einen Barsch, weil wir auf Hecht gehen oder was weiß ich, aber ansonsten ich kann damit jetzt halt nichts großartig anfangen. Vielleicht, wenn ich mal verzweifelt bin oder so, mache ich mir das Ding ran und dann gucke ich mal, was da passiert. Ja, also sind auch 4 Gramm, genauso wie der kleine Spinmat hier. Sind auch 4 Gramm, 4 cm. Also für Barsch und Forelle wahrscheinlich optimal. Oh. Ja, richtig. Legen wir beiseite. So, dann komme ich hier nochmal zu meinen Beinen oder wieder zwei Sachen gleichzeitig. Mal auf. Da sind wieder meine Chattis und diesmal in einer größeren Variante. Ich muss mal hier rufgucken. Das sind 12 cm, sonst waren die ja 9 cm. Guckt euch an. Zwei richtig geile Farben. Mega geil. Der hier oben ja besonders. Das ist so meine Lieblingsfarbe so ein bisschen geworden. Da, gerade eben der Wobbler hatte ja fast die gleiche Farbe. Da war die Farbe. Oh, naja, hier ist jetzt eine richtig geile Farbe. Und auch wie bei dem anderen davor, bei dem Blinker auf die Schuppenmuster eingegangen wurde. Und der Goldie, den hat man nicht mal ausgepackt. Nichts gezeigt. Also das ist doch nicht objektiv. Das ist wirklich nicht objektiv, muss man sagen. Das ist sehr. Sie haben es versucht, vielleicht zum Teil objektiv zu sein, aber das ist nicht objektiv. Nee, sehr, sehr voreingenommen, muss ich auch sagen. Auch wenn Auch wenn es jetzt andersrum wäre. Auch wenn die Box jetzt nicht schlecht ist, die sie da gerade auspacken, die andere. Ja. Das würde ich auch auf keinen Fall sagen. Bis jetzt ein guter Inhalt, keine Frage. Ich habe auch keine Ahnung, was die kostet oder so. Aber der Inhalt ist bis jetzt gut, abgesehen davon, dass zwei Blinker drin waren. Aber er wird halt viel mehr so, oh, guck mal, wie geil. Und hier, ja, hier ein Spinmat, ja, ist gut, aber... Ja, Top-Köder. Es gibt kaum Köder, mit dem ich so viele Barsche, glaube ich, gefangen habe, wie mit denen. Weil ich den echt geil finde, hier unten mit dem Orange drin. Und dazu natürlich passend. 14 Gramm und 10 gefunden. Gramm zwei Jigköpfe. Zwar nicht in unsere Lieblingsvariante mit den Haken, ne, sondern mit der Wulst. Aber ich sag mal, das ist wieder Gummiköder plus Haken. Ne, sind beide
quasi Beete zusammen, man könnte sofort anfangen zu angeln. Geil. Ja, ready to fish. Okay, dann machen wir mal weiter hier. So, dann habe ich hier auch so eine schöne Gummifische von Kaitech. Wenn das so ausgesprochen wird. So eine kleine Dinger. Ja. Ja, was sagst du dazu gerade? Gibt's nicht, oder? Also wenn Easy Shiner jetzt schlecht, wenn sie jetzt wirklich versucht, den Easy Shiner schlecht zu reden, Leute, dann, ja, ist, dann ist er komplett vorbei. Dann ist aber wirklich hier in dem Gelände. Also, ja, wie gesagt, Gummifisch. Für einen Barschanger ist das vielleicht made in Japan. Für Barschangler wahrscheinlich super, ja. Sind die, jetzt muss ich mal auf den Zettel hier gucken. Zeig den doch mal. Für Barsch, Forelle und Co. Ja, halt Barschköder, ne, Barsch, Forelle. Da können wir gleich die anderen gleich noch mitzeigen hier. Auch wieder kleine Krebse. Kleine Krebse. Nochmal ein bisschen Variation. Ja. Auch mal ein Creature bzw. Krebs. Die riechen aber auch, die sind ja, stark geflavored. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ja, extrem geflavorter Mini-Krebs. Irgendwie einer Schrimps oder sowas. Ja, der riecht wirklich ganz schön stark. Ja. Und ich sag mal, okay, das ist ja, also, ein bisschen Gedanken gemacht haben die sich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass hier einfach irgendwas reingeschmissen wurde. Die haben hier noch die passenden Haken dazu mitgeliefert. Ja. Also Haken durch Fische steht auch auf dem Zettel hier drauf, dass die dazu passend sind, zu beiden Fischen, Gummifischen und den Mini-Krebsen nach. Ja. Und so eine Cheburashka-Bleie. Ja. Also von daher ist das schon stimmig. Ja, finde ich. Die sind natürlich mega geil. Die haben so eine andere Form so ein bisschen. Flach. Die flach, die stehen so ein bisschen. Sonst sind ja Cheburashka-Köpfe eher rund. Und da muss ich sagen, also wenn man das jetzt so sieht hier, ist natürlich eine coole Angelegenheit, passt alle zusammen, kann man richtig geil angeln. Das so. Ist mal... So. Danke. Warum nicht gleich so groß? Nee, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier weiter gucken. Ist eine Mai-Box und im Mai hat in ziemlich jedem Bundesland der Zander Schonzeit, weil der Zander genau zu dieser Jahreszeit seine Laichplätze sucht. Und damit rückt natürlich der Zander komplett aus diesem Plan, den wir für diese Boxen machen. Ne? Der Hecht ist gerade frei. Forelle ist wieder frei. Barsch hat ja keine Schonzeit. Barsch hat keine Schonzeit. Die ist mit dem Laichen fertig. Und geht auf kleine Köder, die jetzt nämlich in der Brutgröße gerade schlüpfen, genau. Und Döbel läuft auch sehr gut. Und da deswegen auch der Spinmat. Also wir haben uns wirklich, wir denken uns bei den Sachen, die wir da zusammenstellen lassen. Ob jetzt der Shetty sind 12 cm, kann man super zum Hecht angenehmen, kann man auch zum Zander angenehmen. Wie gesagt, die andere Box will ich nicht schlecht reden, gute Sachen drin. Aber wie gesagt, hier haben wir uns schon der Jahreszeit entsprechend halt auch die Köder ausgesucht für die Box. Ne? Und wäre jetzt so eine Ultra-Leicht-Box, glaube ich. Also ist natürlich cool. Wie gesagt, der Zusammenschluss dann halt mit ihm hier. Also wir haben ja mal zwei Angeln bei, wir haben ja eine Barschroute und eine Hechtroute bei, also ist das okay? Ja, wie gesagt, wir stehen halt mehr auf diese, naja, Großfisch will ich ja nicht unbedingt sagen, aber auf diese gezierte Barschangeln haben wir noch nie so gemacht und wissen nicht. Machen wir es ja mal irgendwann. Vielleicht machen wir es ja mal probieren. Aber muss man sagen, hier. Das ist schon stimmig und ich denke mal auch, dass viele Leute damit was anfangen können, weil auf jeden es Fall. Viele gibt, die auch so angeln. Wir speziell jetzt nicht, deswegen fand ich die Box jetzt für mich persönlich nicht so prall. Genau, also das ist doch auch eine Meinung, die ist ja in Ordnung so, aber dann zu sagen, also sie hat ja auch gesagt, dass die Sachen für sie nicht so stimmig waren oder nicht so passend waren für die Sachen, die sie macht. Aber also sie haben es schon hart übertrieben, von wegen am Box Anfang aufgemacht und im Strahl gekotzt. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon erwähnt habe, aber im Strahl. Das war wirklich ganz mein Instagram-Account wurde neulich gesperrt, da habe ich im Strahl gekotzt. Also. Ja, das war wirklich. Also ich. Jetzt am Ende, das Fazit, am Ende. Ist aber erst die Mitte vom Video, wir werden das ganze Video uns jetzt nicht reinziehen, weil sonst wird es zu lang. Ich würde gerne noch wissen, was in der anderen Box noch drin ist. Man auch ja denken, dass natürlich, das ist ja sozusagen die Influencer-Box, da habe ich ja mal dazu gesagt, hier von hier Ich gehe angeln, von Angeln Maximal, vom Yoshinator und sowas. Und viele der Follower sind ja alle so eine Streetfischer, ne, sowas. Das ist ja heutzutage innen, eine leichte Barschangeln, Frequenzangeln. Und da ist das natürlich. Yoshi und ich sind ja schon mal. Erstmal hauptsächlich Barschangler. Klar, wir angeln auf alles, aber Barsch ist der Favorite. Ja, genau, unser Lieblingsfisch so. Und Victor, den haben wir neulich im Podcast, übrigens abchecken, was kostet der Fisch, überall wo es Podcasts gibt. Da haben wir ihn ja gefragt, was er eigentlich am liebsten macht. Und er konnte sich nicht so richtig entscheiden. Er hat bei allen dreien Hecht, Barsch, Zander gesagt, er findet alles geil. Zu der Jahreszeit ist, zu der Jahreszeit ist, zu der Jahreszeit ist. Davon abhängig. Natürlich ein absolutes Highlight. Und wahrscheinlich kann man sich den Frosch dann geil irgendwie an den Rucksack hängen.
Oder, was wir auch immer sagen, du kannst so ein Ding auch verkaufen und den Teil von deiner Box quasi wiederholen. Oder tauschen. Tauschen ist auch eine gute Sache. Wenn der dir überhaupt nicht gefällt. Anders. Aber wie gesagt, ziehen. Ich bin gespannt, was er gleich sagt, wenn er den mal durchgezogen hat. Weil der Köder ist vom Lauf her echt sehr, sehr nice. Nee, also Spaß beiseite. Der wird wahrscheinlich auch gut sein. Wir werden es ja sehen. Wir werden mal austesten. Und ihr schreibt es mal runter. Genau, und ihr schreibt auf jeden Fall mal runter, ob ihr mit Freddy the Frog schon mal einen Fisch gefangen habt. Oder ob ihr den Köder überhaupt kennt. Und jetzt komme ich zu meinem absoluten Highlight. Ich bin ja eh der Angler. Hoch. Jetzt sind gerade die BN-Kabel hier zusammengekommen von der Batterie. Nicht gut, hat kurz geknackt. Guckt euch an, ein richtig geiler Spinnerbait. Mega. Der ist von. Wusste ich, dass du nix. Den holen wir auch gleich mal raus. Guter Köder. Ja. Ah. So, Plastik gleich wieder weg hier. Guckt ihn euch an. Ja. Richtig geil. Mhm. Da kommt jetzt noch ein Trailer rauf. Und dann muss ich sagen, hier, wenn ihr das wieder seht hier, Spinnerbait. Der Wobbler, der diesmal tiefer läuft, bis 2,40 Meter. Kfz-Versicherung zu teuer. Und dann haben wir passt. Die Bean Chatties mit den passenden Köpfen und die Bean großen Blinker. Ist eine reine Hechtbox. Ja. Ist, vielleicht kannst du einen Raffen fangen mit dem Hardbait oder auch mal einen großen Barsch. Aber das ist ansonsten eine absolute Hechtbox. Also Morfisch, extrem Daumen nach hoch wieder. Die für Hecht nicht schlecht. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. My Fishing Box, Better Fishing Box. Ja, für uns nicht so okay, also aber, Mai. Aber die Maibox, ja, das ist ja so wie Frau schon sagt, wir lassen die auf jeden Fall weiter im Abo erstmal, weil wir es sehen wollen. Aber ich denke mal, jetzt kommen wir zum Angeln. Mhm. Jetzt zieh mal den Frosch durch. Ich denke mal, wir kommen jetzt einfach zum Angeln. Wir packen das erstmal weg, die ganze Platte. Geilste wäre eigentlich, wenn er jetzt einfach so einen Meter Hecht mit dem Frosch fängt oder sie. Und dann machen wir mal die Ruten fertig und dann schauen wir mal, was heute so geht hier. So Leute, ich bin ja gerade hier an den Plastik wegmachen. Frauchen hat ja jetzt eine ganz gute Idee. Wir sind ja immer spontan. Bitte schön. Und zwar, weil wir jetzt die Köder testen und ich habe eigentlich gar keine Lust auf dieses Teil hier an meiner Route, habe ich jetzt überlegt, Mobby und ich, wir spielen jetzt eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Und derjenige, der verliert, der macht sich dieses Monster hier ran. Das ist so ein bisschen, als wäre das so. Genau, also wir machen jetzt, wir wollen eigentlich eine Stunde Köder testen. Wir machen daraus. Als würdest du jetzt Warzen kriegen, wenn du das Ding anfährst. Dieses Ding, wer verliert, einmal Schnick, Schnack, Schnuck, wer verliert, macht eine Stunde diesen Köder ran. Sollte er natürlich in dieser Stunde. Das haben wir mit einer Kackwurst gespielt, mit einem Kackwurstköder. Weißt du noch? Auf Gran Canaria. Auf Gran Canaria, ja. Ne, Carla? Mit einer Kackerwurst, Carla. Und nicht mit einem. Musst du kackern? Musst du kackern? Ja, mach in die Ecke hier. Nein, machen wir nicht. Mit einem Fischfang kann er den Köder wechseln. So machen wir das. Also, Schnick, Schnack, Schnuck. Nee. Stein gewinnt immer, dachte ich. Nein. Ich finde das mehr als fair. Oh, sonst gewinne ich eigentlich auch öfter mal. Ich finde das mehr als fair, muss ich sagen. Ich hätte freiwillig verloren. Okay, er macht natürlich beim langsamen Kurbeln macht eine richtig geile Welle. Könntest du mal mein Spinmat bei dir in die Boxer reinlegen? Ja. Also verkehrt ist er nicht. Ja, Frauchen hat sich natürlich jetzt entschieden. Also wir haben aus der Better Fishing Box jetzt nur natürlich Freddy the Frog rausgenommen. Raus. Und haben natürlich die kleinen Köder, die jetzt da drin sind für Barschangeln. Lass mal da in der Box drin. Wie gesagt, wir wollen ihn nicht testen. So, jetzt hier Barsch fangen. Machen wir vielleicht unser Mal, dann werden wir die Köder auch benutzen. Aber nicht heute. Und dann gucken wir mal. Also er sieht schon kultig aus, muss man sagen, wie der mit seinen Beinen da läuft. Er macht doch ein cooles Geräusch. Mal gucken, ob das halt der Hecht auch so sieht. Was natürlich noch sehr entscheidend ist bei Oberflächenködern, ist, dass man an den richtigen Stellen angelt. Richtig. Und in den richtigen Gewässern. Er sollte jetzt natürlich nicht mitten in die Gewässermitte werfen. Und übers Freiwasser ziehen, sondern das ist schon eher was für flache Krautbereiche. Am allerbesten halt für Seerosen. Genau. Seerosenfelder irgendwo. Genau. Und gerade um die Jahreszeit, wo sie noch nicht zu dicht sind. Deine Sicht macht wie ich, als ich die Box aufgemacht habe. Bombiss, Alter. Oh, ich hab einen Biss. Oh, Biss. Sehr gut. Geil. Oh, krass. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Jo, herrlich auf den Frosch. Ein perfektes Ende. Sympathisch die beiden auf jeden Fall, muss man ja trotzdem sagen, oder? Ja, also ich fand, das war ein bisschen, also gerade der Anfang, da kam es mir sehr voreingenommen rüber und nicht besonders objektiv. Aber sonst sind die beiden, ist doch eine coole Nummer. Ist doch in Ordnung.
Vielleicht hat sie die, die Unibox mehr überzeugt. Könnt ihr uns auch, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob ihr weiterhin Abonnenten seid und oder immer noch Abonnenten seid von unserer Box und ob euch die gefällt, ob ihr Verbesserungswünsche habt, macht das einfach. Oder ob ihr sagt, dass die anderen Boxen euch viel besser zugesagt haben, viel mehr zugesagt haben. Wir haben halt schon von, egal was wir gemacht haben, von jeder Seite dann gesagt bekommen, mach doch mal mehr kleine Köder, mach doch mal mehr große Köder, mach doch mal mehr mittlere Köder. Man kann es nicht jedem 100% recht machen, dafür ist die Box nicht da, in Anführungszeichen, die Box dafür da, überrascht zu werden mit Ködern, die definitiv fangen, von uns auserwählt, von der erlesenen Jury, nämlich David, Viktor, Yoshi und mir. Und ich sag euch, so wie es ist, ich schwöre euch blank in der Hand, dass du mit jedem Köder in die Box fängst. Richtig. Und wenn ihr eine haben wollt, dann bestellt euch die, spart nochmal 5% mit Code Yoshi oder Maxi. Link findet ihr unten. Lasst dem Kanal ein Abo da, wenn ihr sowieso gerade unten seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Checkt sonst auch nochmal Köderwechsel angesagt. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine weitere Box da. Richtig. Zu sehen. Also, Leute. Peace, peace. Grüße. Ciao, ciao. Tschüss. Wir sind raus.